So Leute, herzlich willkommen beim nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed 3, die Tyrannei des König Washington. Ich bin nochmal kurz in die Schande zurückgekehrt, vielleicht erinnert ihr euch an diese Mission, wo wir den Bruder diesen jungen Mannes hier retten mussten, kurz nachdem wir die Seelenreise des Wolfes hatten. Und zwar hatte ich die Mission nicht auf 100% geschafft, darauf war ich nicht stolz. Jetzt zeige ich euch auch schon mal, wie das geht, wenn ihr sie auf 100% schaffen wollt. Diese zwei Herren müssen wir nämlich mit einem einzigen Pfeil töten. Ich habe es zuerst falsch interpretiert, ich dachte, ein Pfeil für jeden, aber wir müssen tatsächlich beide durchbohren und das geht folgendermaßen. Wir nehmen so. Ah, wir müssen aber den vorderen nehmen und dann... Nein, kacke. Und dann spannen wir und schießen und treffen, aber töten nicht. Ach, kacke. Ich habe das jetzt nämlich noch ein bisschen rumprobiert, weil mich das einfach nicht in Ruhe gelassen hat. Und siehe da, dann habe ich es irgendwann mal geschafft. Geht man die Gefangenen den Hügel hinauf. Und dann können wir das abschließen. Und ja, ich habe die Nase eines Wolfes. Müssen wir mal näher rankommen. Jetzt waren wir nicht ein bisschen weit weg. Das war jetzt ein bisschen Fail. So, aber jetzt kriegen wir das hin. Ich schaff's, ich schwör's euch. So, und spannen. Ganz, ganz, ganz arg. Und dann... Ja! Und so schafft man das, die beiden mit einem einzigen Pfeil auszuschalten. So, und damit wir die Mission auf 100% schaffen, Boah, das haben wir jetzt eigentlich schon. Wir müssten jetzt eigentlich gar nicht mehr weitermachen. So hochkonzentriert. Weil diese Spielvorgabe, dass man alles in einem Durchgang schaffen muss, nicht mehr zutrifft. Willst du dein Totemtier rufen? Ja, ja, ja. Ich rufe mein Totemtier. Und bam. Also hatte ich recht. Der Seelenreise hat dir eine große Gabe verliehen. Das wird uns bei der Suche helfen. Was wollt ihr von mir? Ich hab nichts getan. Gar nichts. Ich hab nur Rehe gejagt. Ihr sucht diese anderen Kerle. Welche anderen? Ein Haufen Soldaten. Ich kenn die. Miese Kerle. Die haben da drüben Rothäute zusammengetrieben. Hatte ein Krieger das Zeichen einer Hand im Gesicht? Du meinst so eine Bemalung auf seinem Kinn? Ja, so ein Kerl war auch dabei. Schwer zu übersehen. Bring uns zu dem Lager. Sicher. Sicher. Was immer die Herren wünschen. So. Wölfe. Nutze sie! Den müssen wir nämlich auch hier mit Wölfen umbringen. Was wir gemacht haben. So, und jetzt hätten wir schon die 100% geschafft. Alles andere wäre egal, aber wir gehen jetzt mal direkt zu unserem Zielort. Wölfe, So, haben wir das Auge gelöst, mein Gott. So, ich weiß, wir waren jetzt also, was habe ich eigentlich gerade gesagt? Oh, ich bin so durcheinander, Alter. Genau, dass wir alle Spielvorgaben in einem Spiel, ach, ihr wisst schon, machen müssen. Hat man nämlich hier in dem Add-on jetzt mal weggelassen. Verdammt. So. Da reicht es dann, wenn wir quasi die Mission spielen. Es gibt zwei Ziele und wir machen zwei Versuche. Und wir machen in beiden Versuchen jeweils immer eins der optionalen Ziele. Dann hätten wir am Ende trotzdem 100%. Wisst ihr, was ich meine? Ja, hoffentlich. So, ja, gibt's keine Option an Ziel. Wir müssen einfach nur Tayo weiß retten. Und unterbrechen. Ja, kill den. Au. Reicht's mir mit dir, Alter. Holen wir mal meinen Wolfsrudel. Oh mein Gott, Alter. Wie das das immer in die Länge macht. Na, Waffe, Alter. Du ergibst dich nicht mal. Okay. Soll mir recht sein. Okay, dann befreien wir den hier mal. Wir halten, um zu benutzen.
benutzen ihn. Der macht aber irgendwie nichts. Doof. Mein Bruder. Mein Bruder. Ich wusste, du findest uns. Aber nur dank Radon Hagedorn. Radon Hagedorn. Wir versprechen dir, uns um diese Leute zu kümmern. Du solltest zur Clanmutter zurück. Sie wird von unserem Abenteuer hören wollen. So, damit hätten wir das nämlich jetzt auf 100% durchgeschafft. Und dann machen wir uns doch gleich wieder daran, wo wir mal waren. Und zwar in Kapitel 2. Die Vergeltung. Ja, ich laufe jetzt mal nicht rum. Das ist jetzt auch blöde. So, damit hätten wir jetzt die Schande geschafft. Genau. Und jetzt müssen wir erstmal wieder die aktuelle Sitzung verlassen. So ist das nun mal. Im Lande. Ah, da haben wir's. Da haben wir's. Und dann gehen wir jetzt mal wieder in unser Kapitel 2. Hier, Desmond, die Schande. Jawohl, der Verrat war es, genau, nicht die Vergeltung. Der Verrat. Und da sind wir nämlich wieder hier, haben nämlich die... Kleines Update wieder. Haben die Tierkraft des Adlers aufgenommen. Mit dem wir... Praktisch kann man das doch am besten ausdrücken. Unsere optionalen Ziele sind, wir dürfen nicht entdeckt werden und wir müssen, Dingsbums, 3 Adlerattentate in der Lagerhalle ausführen. Das ist ziemlich hart dabei, nicht entdeckt zu werden. Ja, das ist ziemlich heavy. Müssen wir uns nämlich genau welche aussuchen, die ein bisschen abseits stehen, die nicht gesehen werden von den anderen. Und bei denen man uns nicht sieht, wenn wir denjenigen auch töten. Den hier zum Beispiel. Ich glaube, das funktioniert. Nee. Ganz mieses Gefühl. Können auch so von Heuhaufen zu Heuhaufen, das ist ziemlich cool. So, aber ich gehe zwar wieder nach oben. Der an der Tür, das könnte klappen. Juhu! Ach! Komm schon, shit. Ja gut, das war jetzt ein bisschen Euphemismus. Da muss man nämlich auch geschickt dann mit der Kraft des Wolfes und des Adlers, die muss man da so ein bisschen kombinieren. Das ist wohl nur dann das Wahre. So, den greifen wir gleich an. Bei dem klappt es aber auch. Nee. Obwohl, Moment. Ach, was. Großes Gelaber. Ja, das ist schon schwieriger. Aber wir müssen diese Kraft perfektionieren, deswegen lasse ich nicht nach. Ich werde nicht nachgeben. Wie gesagt, bis jetzt alles auf 100% und das werde ich jetzt nicht dafür wegschmeißen. Ich sehe überhaupt nichts. Der ist jetzt. Bevor der eine ums Eck kommt. Du bist uns nicht los. Und schnell hier hoch. Okay. Jetzt können wir den hier angreifen. Können wir nicht. Okay. Aber gut zu wissen. Warum nicht? Komm, 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 komm. Ja! Wenn wir das geschafft haben, dann kann uns der Rest egal sein. Dann machen wir einfach mit der Kraft des Wolfes weiter. Hey, die können wir jetzt beide zusammen töten. Und sind wir noch unentdeckt? Ja, wir haben es gleich geschafft. Den mache ich jetzt mit dem Wolfsmantel fertig. So. Und geschafft, Alter. Ja.
womit wir diese Mission, glaube ich, auch abgeschlossen hätten. Und dann verlassen wir mal die Lagerhalle. So. Da ist Franklin. Das sind die Wilden. Angriff! Ich nehme die Blauröcke. Du stoppst Franklin. Okay, ich stoppe Franklin. Mal sehen, ob wir das auch so nahtlos hinkriegen. Ah, ich glaube nämlich nicht. Nein, er kann auch Aufzüge benutzen. Ah, den müssen wir per Adlerattentat töten. Ah, ich liebe die Kraft des Adlers. Guck mal an, wie wir hier einfach rumfliegen können. Oh! Ah, so, und tot ist der Franklin. Sturzkampf. Mission beendet. Ach, das war noch die Mission. Jetzt, okay. 100. Das haben wir jetzt auch zu kompletten Prozentzahl abgeschlossen. Sehr gut. Du? Und wo? Ich... Das verstehe ich nicht. Wer bin ich? Warum hat Arnold gesagt, du könntest mir helfen? Bin ich das? Doch. Das bin ich wirklich. Ich bin wieder ich selbst. Mein Gott, was habe ich getan? Ich habe nichts übrig für solche, die meine Pläne stören. Was macht jetzt mit Georgie hier? Hinfort! Washington mit Tierkräften bekämpfen. Hinfort! Hier. Zack. Und nimm. Oh, Scheiße. Trick eines Zauberers. Weiche von mir! Und zack. Zack. Oh, Mann, warum haust du den? Warum nicht einfach versteckte Klinge, Mann? Sieh das Licht! Brenne, elender Köter! Lass dies dein Fleisch versengen! Ja, das tust du doch schon. Verbrenne im göttlichen Feuer! Den Wolfsmantel aktivieren. Sieh das gleißende Licht! Ich muss den Wolfsmantel einsetzen. Okay, mach mal. Spüre die Hitze meiner Wut. Endlich. Autsch. Im Nichts verschwunden. Willkommen zurück. Seh, ihr kehrt zurück ins Licht. Okay. Sieh das gleißende Licht. Was geht denn hier eigentlich? Fliehe, solange du noch kannst. Wie? Ich bin doch geflohen. Fliehe, solange du noch kannst. Ja, aber wohin denn? Hä? Ey, Leute, versteht ihr das? Jetzt mal im Ernst. Das geht doch nicht, oder? Oder? Oder doch? Vielleicht muss ich mit dem Adler irgendwo hinfliegen. Das kann natürlich sein. Fliehe, solange du noch kannst. Ah, Tatsache, guck mal. Warum hast du dich mir widersetzt, mein Sohn? So halt. Deine Mutter kann dir nicht mehr helfen. Die Mutter ist auch dumm. Stellt sich dem einfach, obwohl er unbesiegbar ist. Ich wollte dich nur beschützen. Ui. Du konntest dein Dorf nicht retten. Du konntest deine Mutter nicht retten. Meine Mutter geht dich einen Scheiß an. Nie wieder, Radanagedo. Ist mir klar. Soll ich dich auch wiedersehen? Du bist schon zweimal gestorben in meinem Leben.
Alles zerbrechen. Nein. Alles zerbrechen. So, okay. Nur noch mein Köcher war in der Luft. Tschung. Jing. Chick. Okay, mal sehen, wie es weitergeht. Franklin, ist er jetzt tot oder lebt er noch? Adonagedon. Was ist passiert? Ich hatte ihn. Ich hatte Franklin. Doch, Washington. Ich weiß es nicht. Washington? Vielleicht muss ich Franklin nicht aus seinem Gefängnis befreien, sondern von Washingtons Einfluss. Junger Mann, braucht ihr einen Doktor? Ich habe einen Verbündeten gefunden. Samuel Adams. Ah, kennen wir uns? Ja. Ja, ich kenne dich. Oh, du bist der Mann mit dem Wolfsmantel. Ich bewundere dich für deine Taten, schon seit langem. Wir kämpfen. Die Zeiten sind hart. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Komm, Radonagedon. Wir sollten hier alle verschwinden. Wir kennen einen sicheren Ort. Einen sicheren Ort, okay. So, wir befinden uns jetzt hier in Boston. Und werd gleich mal erwischt oder so. Nix da. Hey, haut ab, Penner. Überall königliche Truppen. König George Washington. Das ist absurd. So, Leute, aber bevor es weitergeht, machen wir im nächsten Part weiter. Bis dahin, ciao.